Eine Forschung in Amsterdam hat ergeben, Professor Dr. Hoven hat eine Forschung gemacht und das ist auch in verschiedenen islamischen Zeitungen rausgekommen. Wurde geforscht, dass der Mensch sendet kosmische Signale raus von dem Körper, was wir nicht merken. Zum Beispiel, jemand geht und kauft Brot, geht zum Bäcker und kauft Brot, an seinem Außenkörper, Signale ändern sich nicht. Und die Signale schützen dich vor Bakterien. Das heißt, diese Bakterien und schädliche Stoffe, was in der Luft ist, die schützen dich. Jetzt, jemand gibt Sadaka, eine Spende, er holt von seiner Tasche Geld raus und gibt Sadaka. Auf einmal die Signale ändern bei dem Menschenkörper. Subhanallah, der eine hat Geld gegeben für Brot und seine Körpersignale sind gleich geblieben, äußerliche Signale, was er rausgegeben hat, hat sich nichts geändert. Aber beim Sadaka, als er gegeben hat, plötzlich hat an seinem Körper ganz rum ein Schutzwall entstanden. Das ist vorhanden. Wurde geforscht, diese ist eine neue Forschung von uns, inshallah wird bald rauskommen. Werden wir inshallah in einem Monat wird das mit Video, mit Bildern werden wir das vorzeigen. Wurde gemacht zum Beispiel, damit ihr das wisst, zum Beispiel jemand schlachtet ein Tier. Jemand schlachtet ein Tier, ohne Allahs Namen zu erwähnen, indem er nicht sagt Bismillah. Und der andere, der schlachtet Tier und sagt Bismillah. Diese beiden Tiere wurden im Labor geforscht. Ein Tier, das wurde geschlachtet, ohne Allahs Namen zu erwähnen, von einem Schlachter. Und der andere wurde von einem muslimischen Schlachter geschlachtet, der Bismillah gesagt hat. Wisst ihr, was rausgekommen ist? Dass an dem Tier, das nach Allahs Namen, Bismillahirrahmanirrahim, geschlachtet worden ist, keine Toxine mehr beinhaltet. Wisst ihr, was sind Toxine? Sind Gifte. Sind Gifte. Bei dem Tier, das ohne Allahs Namen geschlachtet ist, hat Toxine noch richtige, volle Gifte in dem Tier ist vorhanden. Das sind Kräfte, was Allah Azzawajalla in dem Natur, was unter den Menschen ist, aufgebaut hat. Gibt es viele. Der gleiche Professor Hoven sagt, und der ist ein Psychiater, der sagt, der hat an Muslimen und bei Nicht-Muslimen geforscht, eine Sache, die Depressionen haben, die Kreislaufstörungen haben, die Atemprobleme haben, indem man Allah sagt. Allah, das Arabische, nicht auf Deutsch Gott oder auf Englisch Gott, sondern Allah. Dieses Wort besteht aus drei verschiedenen Buchstaben, Elif, Lam und Ha. Diese, wenn man ausspricht Allah, nützt dem Menschen gegen Depressionen, gegen Kreislaufstörungen und gegen was? Gegen Depressionen, Kreislaufstörungen und gegen Atemeinzug, Probleme hebt er auf. Wie oft sagt ein Muslim Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, Insha'Allah, Masha'Allah, Allahu Akbar und so weiter. Das heißt, wie oft er sagt, desto nützlicher ist das. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wurde bewiesen, hat man seine eigene Ehefrau berührt, unter der Haut vom Hand hat sich nichts geändert. Jemand berührt seine eigene Ehefrau Hand, gibt die Hand. Ich habe die Bilder, ich werde euch das, ich bin jetzt noch bei Vorbereitung, werde ich über 50 wissenschaftliche Geheimnisse entdecken lassen, was Islam Gesetze gebracht hat, Nutzen, wissenschaftliche Nutzen, Geheimnisse. Wird gesagt, eine Frau, wenn man anfasst, das eigene Ehefrau anberührt, unten unter dem Haut entstehen keine gefährlichen Schichten, Krankheiten. Aber wenn man eine fremde Frau wird getestet, ein Muslim hält seine eigene Frau, an seinem Haut ist keine Reaktion, keine negative Reaktionen, gesundheitliche. Aber daraufhin, eine fremde Frau wird sie berühren. In dem Moment wurde gesehen, dass unter der Haut sofort eine schwarze Schicht entwickelt, das hindert die Atemwege und das Kreislauf und das Herzwege. Wisst ihr, Subhanallah, wird gesagt, im Körper jeden Tag mehrmals wird das Blut gesäubert. Im Körper wird mehrmals das Blut gesäubert. Wisst ihr das? Durch die Nieren, durch die anderen Funktionen, Gallen und so weiter, gibt es Filter, verschiedene. Und das ist eine große Ni'me. Jemandem, dem seine Niere nicht funktioniert, was passiert, kriegt Blutvergiftung. Und wenn jemand Blutvergiftung bekommt, stirbt er, wenn es nicht seine
Blut erneuert wird. Deswegen, Leute, die keine Nierenfunktion haben, die müssen alle 2 Tage ins Krankenhaus und dürfen nicht alles essen. Kann sofort von Blutvergiftung sterben. Muss alle 2 Stunden, 8 Stunden lang bis 10 Stunden an Maschinen angeschlossen werden. In diesen Maschinen wird das ganze Blut gesäubert, filtriert. Und jemand, ich habe so einen Patienten gesehen, ich habe besucht, der von seinem Nieren wurde gereinigt, seine Niere wurde gereinigt, gereinigt, gereinigt. Und was am Ende passiert, nach 10 Stunden, er braucht 3 Tage, dass er wieder zu sich kommt. Und am 2. Tag muss er wieder zum Krankenhaus. Das heißt, der ist wie ein toter Mensch. Deswegen diese Nierenfunktion, was Allah uns gegeben hat, ist eine große Gabe. Jetzt, die Wissenschaftler, Mediziner sagen, die beste Körperhalt während der Erneuerung des Blutes ist es in der Zustand von Sejde. Das heißt, wenn jemand sich niederwirft zu Allah mit seinem Knie, mit seinen Händen und Gesicht zum Boden, sagen die Wissenschaftler heute, Medizin ist das bewiesen, ist das diese Position die beste Position, dass das Blut erneuert in dem Körper, am gesundesten. Das ist Islam. Das heißt, alles, was Allah uns gegeben hat, hat Nutzen. Auch wenn wir die Nutzen erst heute einige rauskriegen, und wir wissen auch die Befehle, die er uns gesagt hat, und wir wissen die Nutzen nicht, ist auch wieder zum Nutzen der Menschheit. Nichts ist im Allahs Gesetz, was abscheulich, verwerflich oder unnützlich. Ohne Zweifel.